Wenn man Frauen fragt, welches ist die geschätzteste Eigenschaft bei einem Mann? Was mögen Frauen an einem Mann am liebsten? Was kommt dann immer am Anfang gleich? Humor. Alle Frauen wollen einen Mann mit Humor. Wenn sie ihn dann haben, dann ist der erste Satz, den der Mann hört, mit dir kann man ja kein vernünftiges Wort reden. Du hast nur Blödsinn im Kopf. Das ist schon lustig. Und wenn man dann länger zusammen ist, dann hört man als Mann irgendwann, Schatz, wir müssen mal wieder ein bisschen frischen Wind in unser Sexleben bringen. Hm? Geh mal und kauf Reizwäsche. Also ging ich und kaufte Reizwäsche. Für mich. Ja, Humor. Und ich stand also in diesem Geschäft, mein Blick fiel auf ein Exponat, das mein Humorzentrum berührte. Es war ein, wie soll ich es beschreiben, ein Motivschlüpfer. Ich habe es mal mitgebracht, vielleicht haben Sie es ja auch schon mal gesehen oder haben es sogar zu Hause. Das ist vorne. Für die, die es nicht kennen. Nein, aber hinten ist auch interessant. Hinten ist praktisch nur ein Raumteiler. Sie sehen, es ist nichts für den Winter. Da müssen Sie dann was Warmes drunter ziehen, sonst ist es arschkalt. Gut, man muss es natürlich angezogen sehen, um... Soll ich Ihnen das mal zeigen? Ja, mache ich. So. Ja, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, schau mal, Schatz, das werde ich gleich für dich anziehen. Und sie sagte, wenn du das tust, schreie ich. Daraufhin habe ich das ganze Konzept Reizwäsche noch einmal überdacht und bin zu dem Schluss gekommen, es ist ein Irrweg. Oder um im Bild zu bleiben, eine Sackgasse. Es kann ja nicht funktionieren. Man weiß es doch von Weihnachten. Auspacken macht nur Spaß, wenn man nicht weiß, was drin ist. Können Sie also alles schenken. Meine Frau sagte dann so, das war wohl nichts, dann machen wir jetzt ein Rollenspiel. Ich sage, Schatz, ich springe nicht nochmal im Batman-Kostüm vom Schrank, wie vor 2 Jahren, wo ich den Bandscheibenvorfall davongetragen habe. Nein, sagt sie, wir spielen jetzt, dass es für uns beide das erste Mal ist. Ach, sage ich, die Hook-Nummer. Jo. Da sind wir ja schnell mit durch. Wieso? Ich ziehe mich aus, du sagst, geh weg mit dem Unding. Willst du mich töten? Das sollte jetzt ein Scherz sein, um die Situation aufzulockern. Männer macht das nicht. Frauen wollen in emotional aufgeheizten Situationen im häuslichen Rahmen nicht aufgelockert werden. Theoretisch weiß ich das auch, aber in der Praxis steht mir mein Beruf da im Weg. Immer. Letztens kommt sie nach Hause, sagt schon an der Tür, Schatz, ich habe eine neue Creme. Da hätte ich noch gehen können. Aber ich habe den Moment verpasst und sie fuhr fort. Wenn man die in die Oberschenkel einmassiert, kriegt man dünnere Oberschenkel. Und statt die Fresse zu halten, quatsche ich nach, was mir dieser kleine Comedy-Kobold auf meiner rechten Schulter ins Ohr flüstert. Kriegt man dann nicht auch dünnere Finger? Ganz falsche Antwort. Ganz falsch. Besser wäre sowas gewesen wie, Schatz, was willst du mit dieser Creme? Du hast die schönsten Oberschenkel der Welt. Sie bewegen sich wie stahlglänzende Pleuelstangen im Widerlager deines Schoßes. Dafür müsste Gott mit Designerpreisen zugeschissen werden. Sowas wäre es gewesen.
Ist mir aber nicht eingefallen. Gut, zurück zu unserem Rollenspiel. Meine Frau sagte so, dann muss ich dir jetzt sagen, was wir machen. Ich spiele eine Hausfrau, du spielst einen Klempner. Ich verkniff mir mit fast übermenschlicher Kraft zu sagen, Klempner, wie romantisch, Gas, Scheiße, Wasser. Aber ich hätte wieder einen Film vor Augen. Bei dem Wort Klempner sah ich Hape Gerkeling in diesem grauen Kittel als Horst Schlemmer und es brach aus mir raus. So Schätzelein, das Rohr ist verlegt. Das macht dann 120 Euro. Da kommen noch 10 Euro für den Dichtungsring dabei. Dann hätten wir den Anfahrt, der Wochenendzuschlag. Da sind wir alles in allem 280 Euro. Die meisten runden auf. Machen wir dazu, da brauchst du eine Rechnung. Meine Frau spielte englische Königin. She was not amused. Und ich dachte, läuft. Und dann hat er eine Idee. Ich sage, Schatz, jetzt habe ich's. Ich spiele dir den Zalando-Mann. Und ein Ruck ging durch meine grabengebeugte Frau. Ihre Augen begannen zu strahlen, wie ich das ganz lange nicht gesehen hatte. Sie sagte, wie geht das denn? Und ich sagte, ich komme und du schreist vor Glück. Hä? Und ihre Augen erloschen. Und ich begriff, dass ich wieder ins Klo gepackt hatte. Ich hatte einen Trieb geweckt, der stärker ist als der weibliche Geschlechtstrieb, nämlich den weiblichen Wunsch nach überraschenden Geschenken. Das kennt jeder Mann. Schatzi, hast du mir was mitgebracht? Mausi, ich komme vom Klo. Dann holte ich mein letztes Ass aus dem Ärmel, sagte, jetzt habe ich es, Schatz, das wird dir gefallen. Ich spiele dir den Peter Maffay. Ich begehre dich. Wie greifst du das? Mein Trieb sprengt alle Grenzen. Du treibst meine Betriebstemperatur in den Grenzbereich. Ich brauche dich. Ich brauche dich wie das tägliche Brot. Mit Aufstrich. Streichwurst. Oder Pressack. Oder Brombeer-Cranberry-Konfitüre. Ich spüre den dringenden Drang, in dich einzudringen. Ich möchte deine Brüste an meinen Ohren spüren. Als ich aufsah, hatte sie schon das Haus verlassen.